Vielleicht bist du ein wenig überfordert und fragst dich, was muss ich jetzt eigentlich genau tun, damit meine WordPress-Webseite DSGVO-konform ist? Keine Sorge, dafür habe ich dieses Video für dich produziert. Ich zeige dir Schritt für Schritt, was du tun musst und wie du es tun musst, damit du alle Anforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung erfüllst. Und keine Sorge, es ist weit weniger tragisch, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, wenn du das Video bis zum Ende durchgesehen hast und alles umgesetzt hast, so wie ich dir es gezeigt habe, dann sollte der DSGVO-Konformität nicht mehr im Wege stehen. Hey, mein Name ist Sebastian vom gleichnamigen Channel und mein Schwerpunkt liegt darin, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, indem wir digitale Strategien einsetzen. Und ein wesentlicher Part davon, den wir jetzt berücksichtigen müssen, ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Und die führt ja zu einigen Kopfzerbrechen bei Unternehmen, weil es einfach ja ein komplettes neues Set an Dingen ist, die wir im Unternehmen beachten müssen. Und ein kleiner Teil davon ist, wie wir Daten verarbeiten auf unseren Webseiten. Deswegen habe ich jetzt dieses spezielle Video gemacht, um dir zu zeigen, wenn du eine WordPress-Seite hast, wie kannst du da diese Änderungen für dich richtig einpflegen. Das Wichtigste ist mal zu verstehen, was heißt das DSGVO-Thema überhaupt für dich? Ich habe dazu schon einmal ein Video gemacht, wo ich die 5 wichtigsten Änderungen im Marketing durch die DSGVO erstellt habe und beschrieben habe. Und da ist ja bereits rausgekommen, durch diese DSGVO, durch diese Verordnung wird die Art und Weise, wie wir als Unternehmen Daten, personenbezogene Daten verarbeiten, die wird sich ändern. Das betrifft also wirklich fast jede Schnittstelle, wo man irgendwie mit Kunden oder potenziellen Kunden interagiert. Dabei ist auch zu verstehen, das Thema ist weit größer, geht wirklich weit hinaus über das eigentlich oder nur das Thema Webseite. Es betrifft deine Arbeitsabläufe, es betrifft Kundenkommunikation und vieles, vieles mehr. In diesem Video konzentrieren wir uns natürlich nur auf diese WordPress-Webseiten-Thematik. Und da gibt es einige Dinge, die man vielleicht einmal verstehen muss, wenn man mit der Thematik DSGVO überhaupt konfrontiert ist. Um es ganz kurz zu machen, die DSGVO regelt die Art und Weise, wie wir mit personenbezogenen Daten in Zukunft umgehen müssen. Das Ziel ist, den End-User besser zu schützen, damit er quasi nicht überall seine Daten verstreut und da eben Privatsphären verletzt werden. Größeres Thema, darauf gehe ich nicht ein. Die Frage ist aber immer, was ist jetzt eigentlich, was fällt unter personenbezogenen Daten? Und da sind mehrere Dinge, die darunter fallen. Da wäre zum ersten Mal der Name, dann Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtstag, Kontodaten, Standortdaten, Nutzungsverhalten und IP-Adresse. Ich muss das natürlich auch runterlesen, ich kann mir das nicht alles merken. Aber du hast schon gemerkt, die letzten paar betreffen natürlich sehr, sehr stark das, was auf deinen Webseiten passiert. Und wenn du eine WordPress-Seite verwendest, dann musst du da Änderungen wirklich durchführen. Und das betrifft jeden, egal ob du jetzt ein Freelancer bist, eine Agentur hast, ein Unternehmen bist oder nur eine One-Man-Show. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass diese Daten, dass diese DSGVO-Richtlinien eingehalten werden. Denn du möchtest nicht irgendwie auf den Radar kommen und gestraft werden. Gut, das war jetzt mal so der grobe Rahmen. Jetzt sehen wir uns konkret an, was du zu tun hast, und zwar auf Basis meiner Testinstallation, wo ich dir alles Schritt für Schritt zeigen kann, was du zu tun hast. Also jetzt ist der richtige Moment, dich quasi mit Stift und Papier zu wappnen oder vielleicht gleich parallel diese Änderungen auf deiner Webseite mitzumachen. Zunächst mal ein schneller Überblick, was ich dir in diesem Video zeigen werde und was wir jetzt gemeinsam tun werden. Als erstes gehört die Datenschutzerklärung angepasst. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ist WordPress selbst überhaupt datenschutzkonform? Dann geht es darum, die bedenklichen Plugins zu deaktivieren bzw. auszutauschen. Als nächstes sehen wir uns an, ob du einen CDN-Anbieter hast und wie du da vorgehst. Dann brauchen wir noch Double Opt-in-Verfahren für Kommentare und für Anfragen. Außerdem müssen wir noch den Banner aktivieren, quasi der darauf hinweist, dass Datenschutzthemen greifen und dass Daten erhoben werden. Außerdem machen wir noch eine kurze Reise zu den anderen Prozessen wie bei E-Mail-Marketing. Und
dann schließen wir ab mit technischen Maßnahmen außerhalb von WordPress, wenn es darum geht, die Sicherheit und die Regeln hier einzuhalten. Und du wirst sehen, das Ganze ist eigentlich relativ schnell über die Bühne gebracht und jetzt starten wir los und ich zeige dir, wie es geht. Das Erste, was du mal brauchst, ist eine angepasste Datenschutzerklärung. Und da gibt es jetzt viele Wege, um dahin zu kommen. Glücklicherweise habe ich genau zu diesem Zweck bereits früher einmal ein Video gemacht, das hier verlinkt ist, hier oben. Und da erzähle ich dir, wie du das anhand von dem traditionellen Weg machen kannst oder mit einer sehr, sehr hilfreichen Software, die ich für meine Projekte und alle meine Kunden im Einsatz habe. Also wenn du jetzt wissen möchtest, wie man so eine Datenschutzerklärung anpasst, dann empfehle ich dir, dir dieses Video noch einmal anzusehen. Der Grund, warum das eigentlich der erste Schritt ist, ist der, dass du dir da gerade an dieser Stelle schon Gedanken machen musst, falls du es noch nicht getan hast, wie werden meine Daten oder wie werden eigentlich Daten auf meiner Webseite verarbeitet? Welche Daten werden verarbeitet? Welche Software habe ich im Einsatz? Und vieles mehr. Und wenn du die Unterstützung von dem Tool in Anspruch nimmst, das ich empfehle, dann wird dir das sehr, sehr einfach gemacht und du kannst dir in einen Drag-and-Drop-Modus deine angepasste und rechtsgültige datenschutzkonforme Datenschutzerklärung erstellen. Wow, viele, viele Datenschutzwörter, das wird noch ein Zungenbrecher. Aber das ist quasi einmal der wichtigste Schritt zu Beginn, dass du das erstellst und dann auf deinen Webseiten einbaust. Hier siehst du ein Beispiel meiner Datenschutzerklärung auf meiner Hauptdomain, wo alle Interaktionen und alle Arten der Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgeschlüsselt sind und ebenfalls wirklich klar dargestellt sind. Das Praktische an der Software, die ich verwende, diese Datenschutzerklärung wird immer aktualisiert und bleibt so am laufenden Stand, sodass du dich nicht länger darum kümmern musst. Also, wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann folge einfach dem Link zu diesem Video, wo ich dir das ebenfalls Schritt für Schritt erkläre. Als nächstes ist überhaupt einmal die Frage zu klären, ist WordPress selbst überhaupt datenschutzkonform? Und da kann ich aus aktuellem Stand der Dinge sagen, leider nein, noch nicht. Und wir sind jetzt quasi im April, Mai 2018. Aber die Tendenzen gehen dahin, dass das WordPress-Team, es ist ja Open Source, das heißt, viele arbeiten hier an diesem Projekt kostenlos, die arbeiten an Hochtouren, mit Hochtouren an Lösungen, damit auch der Core, das Kernprodukt WordPress selbst datenschutzkonform ist. Du musst ja berücksichtigen, WordPress ist ja ein System, das modular aufgebaut ist. Durch Plugins, Erweiterungen, Codes und hin und her erstellst du dir ja quasi eine sehr, sehr einzigartige Konstellation an Dingen, wie du deine Webseite betreibst. Und das macht es natürlich schwierig, hier eine allgemeine Aussage zu treffen. Und einige Standardfunktionen, wie zum Beispiel Kommentare und Erhebung von Daten innerhalb von WordPress, sind eben einfach noch nach aktuellem Stand noch nicht konform. Das wird sich aber noch bald ändern. Wichtig ist aber zu berücksichtigen, dass du, wenn immer du Plugins einsetzt oder irgendwelche Software von Drittanbietern, ist es dein Job zu überprüfen, setzt dieses Plugin auch wirklich alle datenschutzkonformen Dinge ein, so wie du es einsetzen musst. Denn du bist verantwortlich dafür, wie du dieses System aufbaust und nicht der Betreiber. Deswegen ganz, ganz wichtig, hier immer in Zukunft zu berücksichtigen, was mache ich hier mit meinem WordPress? Darf ich das installieren? Soll ich das installieren? Oder gibt es Alternativen? Und genau diese Alternativen sehen wir uns jetzt an der nächsten Stelle an, wenn es um die Plugins geht. Gut, das war jetzt der erste Teil der dreiteiligen Videoserie, wie du dein WordPress DSGVO-konform machst. Kurz zusammengefasst, wir haben uns angesehen, was hat es jetzt mit der DSGVO auf sich, wie betrifft es dein WordPress, was musst du bei der Datenschutzerklärung beachten und wie passt du das an und welche Funktionen vom WordPress Core es überhaupt betrifft. Wir haben es uns also mal quasi von außen betrachtet angesehen. Im zweiten Teil der Videotutorial-Reihe geht es um die Änderungen im WordPress selbst. Und beim dritten Teil sehen wir uns noch unterstützende Maßnahmen an, die du beachten musst, damit dein WordPress DSGVO-konform ist. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es, teile es mit deinem Netzwerk und stell sicher, dass du den Channel abonniert hast. Und wenn du mit den Umsetzungen in diesem Teil fertig bist, dann kannst du direkt gleich zum nächsten Video übergehen, wo ich dir zeige, wie du mit Plugins und Co. dein WordPress DSGVO-konform machst.